Das Ding ist halt, ich brauche die Wölfe nicht bei seiner ersten Form. Wobei bei seiner zweiten Form im Prinzip ist es eh wurscht, weil der macht halt schon viel Damage an denen. Wie, jetzt hat er wieder getroffen. Okay, ich würde sagen, wir brauchen doch die schnelle Rolle. Das ist zu langsam für ihn, also. Das Ding ist natürlich, es sind nur zum Beispiel nur die Handschuhe, die es langsamer machen. Dann lege ich ja lieber die Handschuhe ab. Die Attacke von ihm ist natürlich heftig, aber vielleicht kann man die blocken von dem. Das ist jetzt halt die Frage, ja. Schild blockt generell 100. Den Hammer würde ich jetzt vielleicht sagen, können wir nicht unbedingt blocken. Das ist immer von Nachhinein ist das alles immer so, ja, so einfach zu analysieren, so, aber wenn man dann da drin ist, ha. Der hat schon mal wieder keinen Bock auf den Sprung. Ach, jetzt auf einmal. Ach so, ich kann ja noch. Ja, stimmt. Vergesst das Locken wieder. Ich kann den doch die Ansicht bei ihm blockieren. Also, dass ich halt ihm die ganze Zeit verfolge, so den. Ach, das sollte ich vielleicht mal machen. Ja, gar nicht schlecht, um seine Schläge zu blocken.
Ach, fuck! Ich habe ja immer nach rechts gerollt. Wie kann ich... Also... Pff. Da muss auch dort eine Unebenheit drin sein, Alter. Eieiei. Oder Frostanzeige. Ja, puh. Frostgegner habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich probiere jetzt bloß krampfhaft hier weiterzukommen. Eine der Optionen, die wir haben. Mann, will ich doch gar nicht. Ah, jetzt hab ich nicht mehr genug. Mann, jetzt hab ich deswegen meine Wölfe verspielt. Mein Gott, nochmal. Ah, danke. Ich brauche diesen schweren Angriff gerade nicht mal, weil der nicht so sinnvoll ist. Aber gut, wir haben heute schon mal, wenn wir gefühlt jede Folge einen schweren Boss schaffen, ist es auch nicht verkehrt. Bring uns an. Keinen Bock. Mach deine Messer, irgendwas. Verbesserte Tränke wären natürlich auch mal nicht verkehrt, ne? Mann! Ich möchte ihn nicht angreifen gerade. Es ist... Ah! Das Schlimme ist immer dieses... Ich meine, ich könnte es umstellen, aber es ist halt nervig, Mann. Jedes Game hat Shift als Sprinten, hier ist es halt Leertaste. So, ich brauchte aber jetzt auch nicht mal eine Leertaste. So, ich brauchte Leertaste halt zum Ausweichen, aber irgendwie drücke ich halt Shift immer noch... Obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche, den Skill. Ich brauche den gar nicht. Ich könnte die Shift-Taste, müsste ich eigentlich gefühlt zukleben.
meine eigenen Viecher blockiert. Das ist schon heftig, wenn der sich so viermal dreht, was der da an Skill raushaut. Und sieht frisch cool aus. Hat mal wieder Mann. Komm her. Jetzt mal trifft er natürlich wieder. Alter, ich hasse es. Ich will alles machen, außer diesen scheiß Skill. Oh, ficken, geht doch nicht für mich. Jetzt sind alle tot. Na mega. Put these foolish ambitions to rest. Dieses kleine Pupsschwert, ja, das macht halt nicht so viel Damage. Es reicht aber aus. Er ist doch machbar, er ist doch machbar, er ist doch machbar. Brauchen wir denn für die Branddinger jetzt nochmal? Fehlen uns bestimmt wieder. Ach nee, diesmal fehlt uns Wurzelharz. Ja, okay. Den können wir ja auch beschaffen. Ah, wenn ich mich auf so einen Bosskampf verschossen habe, dann habe ich nicht mal ein Reittier ausgerüstet.
Okay. Ah, hier ist noch Wurzelharz, sehr gut. Bin mir halt nicht sicher, wie viel Damage das dem gemacht hat. Aber ich hoffe doch einiges. Ah, im Wurzelharz, da scheitert es ein bisschen. Das ist nicht so einfach zu finden wie das andere. Aha, verstärkt kurz körperliche An. Sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause. Brauchte das nicht Runen eigentlich als Einsatz? Ja mal. Mal schauen, ob jetzt hier gerade jemand ist. Wer denkt sich denn aus, dass es... Ach. Escape sollte schließen sein und nicht eh. Okay, scheinbar hat keiner Bock. Verursacht Magieschaden. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es bei ihm nicht viel bringt. Fick doch die Wand, Alter.
Okay, ja, kann ich nicht blocken. Also diese Vierer-Kombi kann ich nicht blocken. Könnt ihr vergessen. Wenn ich mich zwischendrin nicht schon wieder so dämlich angestellt hätte. Und dieses scheiß Shift, ja. Oder am liebsten, ich gehe gleich in meine Dings-Software und tue Shift deaktivieren, Alter. Oder ich nehme den Zauber runter von der Waffe. Ich brauche das nicht bei dem, weil bei dem macht es keinen Sinn, das zu haben. Einziger, was ich brauche, ist hier keine Treffer und dass er mich im Optimalfall anspringt. So geht's natürlich auch, aber ist schlechter als zu springen. Ui. Ah, aber selbst da bringt mit dieser Scheiß-Skill nichts, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn wir noch minimal mehr leveln oder irgendwas machen, dann ist er auf jeden Fall gut machbar. Es dauert nicht mehr lang, dann ist er... Er ist ja vom Schaden her, ist er ja auch schon okay zu machen. Er hat halt nur einen außergewöhnlichen Spielstil. Weißt du, immer dieser Scheiß-Shift, den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich will ganz normal, ich denke halt immer, ja, durchsprinten. Und sprinten ist für mich Shift. Das ist das größte Problem, was ich bei ihm habe. Dass ich mich in der Tastenbelegung irre. Oder ich nicht weit genug durchgehe. Mann, das ist doch verschenkt.
Mann, du hast keinen Trank, du elender Idiot. Ach ja. Das war sehr gut. Häng ich hier fest, Alter. Nein, die scheiß Dinger. Well, thou art a passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Fuck you. Put these foolish ambitions to rest. Kann der nicht nochmal diesen Sprung? Der macht diesen Sprung nicht mehr, ja? Diesen Billo-Sprung scheint er dann nicht mehr zu machen. Es lief doch so gut. Es lief doch so gut. Er ist doch selber ein Magier. Er wird ja wohl hohe Magieresistenzen haben. Gehe stark davon aus.
Als ob der mich jetzt noch getroffen hat. Oh. Es lief doch so gut gerade. Es lief doch so gut. Ich muss nur einen Trank trinken und... Mh. Halleluja. Bestimmten Bedingungen kann man mit beiden Händen angreifen beim Pferd. Ich sollte da nur einen Schlag machen. Konnte ich durch die Barriere gerade nicht ausweichen und jetzt kommt wieder die Scheiße. Das sind doch nur Kleinigkeiten an Fehlern. Vollkommen, das sind einfach vollkommen einfache Fehler. Seine erste Phase ist ja nur wirklich eigentlich. Zum Beispiel jetzt wieder mit Shift. Super. Ich liebe diese Attacke. Mann, wie heißt denn das Ding? Das heißt doch G-Hub, willst du mich verarschen? So. Lass mich mal kurz überlegen, wo ist denn der Scheiß installiert? Windows, das mal wieder nicht findet. Eine Logitech. Das ist halt LG. Schauen, ob das Spiel jetzt abstürzt. Nee. Aus. Jetzt sperre ich diese scheiß Shift-Tastatur, Alter. Ich sag's euch. Oder ich hätte in Einstellungen kurz das rausgenommen mit einem schweren Angriff. 10 Jahre zum Laden, Alter. Ah, no. Wir machen jetzt hier, ne? Shift-Links-Klick. Was setzen wir jetzt? Keine Ahnung. Machen wir jetzt Alt-Links-Klick, ja? So geht's auch. Ja, das Ding startet immer noch. Dann lass. So, und jetzt haben wir nämlich nur noch den normalen. Ne, warte mal, das ist ja der hier. Shift-Rechtsklick ist es ja. Was sind das? Genau, das Talent wollen wir jetzt gerade nicht. Schweren Schlag kann er ja gerne machen, Mensch. Ah, so. Ich denke, so wird das doch was, oder?
blood must truly run in thy veins. Tarnished. Ah, fick doch die Henne! Ein Es ist doch alles machbar, alles machbar, alles machbar. Fuck. Ich nage noch dran. Muss denn der diesen Sprung auch jedes Mal erst so spät einsetzen? Diese scheiß Wurfdinger gehen mir auch auf den Sack. Ja, danke. Komm, kill mich. Ist das zum Kotzen manchmal. Kann der nicht seinen Sprung einfach als erstes machen, dass ich da schon mal so eine 400-Punkte-Motivation habe? Na doch, cool. Bei dem kriegst du wahrscheinlich eh bloß den seinen Hammer. So will ich das doch. 473 ist doch schön für einen an.
Wenn ich ein bisschen mehr aufpassen würde, könnte ich das die erste Phase sogar ohne einen einzigen Trank kriegen. Moment, wenn das Ohr krabbelt, Alter, wegen Headset und so. Uiuiui. War knapp. Komm mal wieder angesprungen, bitte. Ah, jetzt ja. Well, thou art a passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Nein! Verdammt ich noch einmal! Jetzt habe ich sogar noch 3 Tränke, aber es ist halt so fies, dass es nicht erst bei 40% anfängt, sondern der Typ denkt sich so, ah ja, ich bin der größte Motherfucker, Alter, jetzt geht's schon bei 60% los. Gucken wir noch mal kurz hier. Da. Na, wo ist es denn? Ah ja. Jetzt machen wir noch mal das Koop. Dingster Bumster. Und dann geht kurz auf. Ah, nice, wir haben eine Mehrspieler-Party. Ich jetzt mal sagen. Noch ein Gast. Hey! Hey! Ich hätte jetzt echt gern noch das Feuerding, Alter. Da jetzt schon reingehen, oder? Weiß ich nicht. Will er jetzt schon reingehen? Ist jetzt die Frage. Ja.
Besser. Nein! Ja, hätten wir schaffen können, ne? Hätten wir schaffen können. Gast wird herbeigerufen. Ja, ist nicht verkehrt, weil dann kann ich auf meine 5 Dinger zugreifen. Er ist eh Mage. Er kann sich da ein bisschen zurückhalten. AFK. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Also, jetzt jemanden einzuladen, ne? Ja, will er jetzt da reingehen oder nicht? Oder doch? Oder? Na, ist ja wurscht. Nur auf mich gewartet. Hält auf jeden Fall viel aus, der ist schon ein bisschen weiter. Muss ich halt zurückhalten. Jawohl. Okay, gut, mit der Magier Hilfe, aber der war halt auch ein paar Level über mir, na? Definitiv. Nice, nice. Endlich.
Ja, der hat's eigentlich gegeben. Ah, wir haben 9000. Also er hat 9000 gegeben, nice. Ja, und jetzt hatte ich gesagt, können wir mal irgendwie. Ja, wir haben halt immer noch keinen Zauberstab, weißt du, das ist halt so. Ruhe haben wir eh gerade nichts. Halt wie gesagt einfach Taube. Aber wir werden ja irgendwann später sowieso mal einen Markt abfinden. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der das jetzt direkt droppt, aber was hat er uns gegeben? Vielleicht nochmal ein Level raufgehen.